möchte euch heute den Quadex Buggy 800 vorstellen. Die Firma Quadex in Bamberg baut diese Fahrzeuge auf und es gibt eine Straßenversion und eine Geländeversion. Als erstes werde ich jetzt mal die heckangetriebene Variante so richtig unter die Lupe nehmen. Ja, schauen wir mal, was wir hier vorne drin haben. Und da würde man meinen, da ist ein Motor drin, ist aber nicht so. Hier vorne ist der Tank drin. Übrigens nur 30 Liter, das war's. Aber der braucht auch nicht viel, also maximal 8 Liter Kühlwasser und wir haben Wischwasser und ansonsten ist es wirklich recht übersichtlich hier. Also das ist nicht der Kofferraum, sondern da ist unser Motor drin. Oder besser gesagt Motörchen. Das ist ein Dreizylinder, 812 Kubik, satte 50 PS und ja, sehr einfach aufgebaut, was natürlich toll ist, wenn man was selber machen möchte, kann man da noch wirklich alles reparieren und nicht wie heute mit den modernen Autos. Ganz besonders gut gefällt mir das Radio, was wir hier sehen, als digital. Aber eine Besonderheit, das ist wasserdicht. Also man kann das Auto innen ausspritzen mit einem Dampfstrahler und das hält es aus. Übrigens auch die Lautsprecher sind auch wasserdicht, also ganz nett. Als Sonderausstattung kann man eine Heizung bestellen. Das macht Sinn, wenn man das Hardtop dazu hat. Dann kann man im Winter auch fahren, ohne dass man friert. Allerdings ist mir aufgefallen, unterm Fahren, wenn man den Arm hier so drauflegt, wird es auch ein bisschen warm. Ansonsten habe ich eine ganz normale Viergang-H-Schaltung, eine Handbremse und das war's eigentlich. Also das Auto ist demnach recht einfach zu fahren. Das Fahrzeug kostet auch nur etwa 10.000 Euro und ist damit echt vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich ein ganz tolles Angebot.